Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Winterresort Simulator. Heute werden wir uns eine weitere Map mit anschauen, und zwar die. Zu einer weiteren Folge von der Winterresort Simulator Season 2. Heute werden wir uns eine weitere Map mit anschauen, und zwar die. Map Freudenberg. So heißt sie. Die gab es auch schon in der Winterresort Simulator in der Season 1. Und. Also, die gab es auch schon in der Season 1. In der Season 1 habe ich sie jetzt nicht gekannt. Also auch nicht angeschaut, aber in der Season 2 gibt es sie jetzt auch. Ja, fangen wir an. Hier ist auf jeden Fall so ein Autoparkplatz mit NPCs-Autos, wo man sich auch nicht reinsetzen kann. Ja, einfach halt so ein Autoparkplatz. Hier hinten ist dann zu. Und hier ist die Straße, wo es zum Autoparkplatz geht. Also am Anfang des Skigebiets. Eigentlich zu dem 2CRF-Lift. Weil hier ist nämlich auch nochmal ein Parkplatz mit so einer Hütte. Ja. Ist wahrscheinlich so eine Parkhaushütte oder so. So eine Parkhütte. Hier ist dann viele Solarzellen, also wahrscheinlich so ein Stromerzeugwerk hier. Auf jeden Fall für die ganzen Seilbahnen, dass sie auch laufen. Ist ja auch cool, dass er das hier nochmal eingebaut hat. So. Dann hier befindet sich nochmal ein weiterer Parkplatz, aber das ist jetzt nicht so spannend. Hier befindet sich dann ein Snowfox und hier der Pisteplan. Es gibt drei Berge, Freudenberg Lift 1, Freudenberg Lift 2 und die Wimmelbachbar. Ja, hier ist auch nochmal eingezeichnet, aber nicht viel. Und da sind nochmal die Ziele eingezeichnet. Ja, normaler 4CRF, so wie der Höllwiesenlift im Season 2 Spielstand. Ja. 4CRF, gute Ausfahrtsstütze. Dann geht es hier einmal über den See, finde ich auch gut, dass er die Netze gemacht hat, dass wenn irgendeiner hier reinfällt, auch auf den Netzen bleibt und nicht ganz reinfällt. Ich weiß nicht, ob es in der Realität so ist, weil ich noch nie mit einer Seilbahn gefahren bin, die über den See geht, aber vielleicht ist es ja so. Ja, gute Trassenführung. Hier geht es dann halt nach oben. Hier ist dann ein Spielplatz und eine Hütte. Die Hütte heißt die Gipfelstürmerbude im Season 2 Spielstand und die Hexenseealm hier. So. Ja, dann ist hier nochmal ein Shido zu tappen. Ja, und hier ist dann nochmal der Freudenberg F2, wieder gute Ausfahrtsstütze. Eigentlich gute Trassen führen, dass er die Bäume, diese kleinen Bäume hier gesetzt hat, finde ich auch nochmal sehr realistisch. Wenn ich noch vergessen habe zu sagen, ist es eine Sommermap. Hier ist dann halt nochmal so ein Aussichtspunkt aus dem Objekten von Minecraft Gamer, soweit ich weiß. Falls ihr das Video guckt, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Zufällig guckt. Ja, hier ist man dann oben angekommen und hier befindet sich der Giga 2CRF, den ich vergessen habe anzuschalten, was ich gerade vor einer gemerkt habe. So. Jetzt fährt er. Ja, der geht halt hier nach unten, von der anderen Seite nach oben. Hier gute Einfahrtsschütze oben. Hier geht es dann ein bisschen steil runter, finde ich. Ist aber noch okay. Die Bäume hat er wieder gesetzt, finde ich auch gut. Hier ist ein bisschen steiler hoch, aber das geht. Also, es ist noch okay. Ja. Aber ich finde die Map okay. Also, mir gefällt die Trassenführung eigentlich von den Bahnen. Und die, man fühlt sich eigentlich so wie im echten Skigebiet. Ja, dann kommt man hier an, was ich noch vergessen habe zu sagen.
Hier finde ich auch nochmal cool, dass er das eingebaut hat hier. 2021, es ist schon 2021. Aber ja, erst der Anfang. Und es ist ja noch lange hin. Also bis 2021 endet. Hier nochmal Baumstämme. Und hier dann nochmal, schon mal, ist die Kabinen sind schon mal da. Und diese oberen Stützreifen, also diese oberen Teile von den Stützen sind auch schon da. Hier hängt die erste Gondel schon drin. Die Talstation steht. Aber ab da ist Pause. Aber dann, hier sind auch schon die kleinen Bäume gesetzt für später. Aber dann hier oben befindet sich schon eine Stütze. Aber und hier auch nochmal zwei, die Einfahrtstütze, die unteren Teile schon. Ja, hier ist dann die Station im Bau. Hier oben mit der Garantierung auch, deswegen hier. Wird ja dann eine Dorfbahn, deswegen ist da oben die Garantierung. Also, das gibt es in einem Mod-Pack. Finde ich nochmal cool, dass es hier dass er es hier in die Map eingebaut hat. Cooles Detail. So, dann finde ich, gibt es noch ein cooles Detail. Da, hier ist zum Beispiel nochmal ein kleiner Pistenplan, das habe ich gerade noch übersehen. Okay. Was hier? Ah, er hat hier extra so ein Schildchen. Seilbahn. Also, dass hier eine Seilbahn ist, dass man es weiß. Man würde sie jetzt nicht streifen. Hier auch nochmal ein Schilo für die Bahn. Ja, auf jeden Fall. Was ich richtig cool finde, habe ich hier unten noch übersehen. Hier unten seht ihr hier. Nein, warte, wir sehen nochmal nach unten. Hier sind auf jeden Fall nochmal viele Marmotta, Tiger. Wie heißt der nochmal? Marmotta, Tiger. X860R. Finde ich auch nochmal cool. Hier fehlt einer, weil ich den schon oben habe. Gleich sage ich euch, was es hier auf der Map gibt. Hier ist nochmal ein Netz, dass man hier nicht auf den Parkplatz fährt. Und zwar oben gibt es eine Marmotta Tiger X860R Downhill-Strecke. Ihr seht hier ist schon, ich überfliege sie. Eine Profi-Strecke, eine normale. Ich würde sagen, wir fahren erstmal die normale. Und dann später auch diese Profi-Strecke. Ich bin nur hochgefahren, weil unten die Schilder standen. Und ich würde sagen, wir starten die Downhill-Strecke. Wir beschleunigen auch. Muss nur schauen, dass ich das Autofahren ein bisschen im Griff habe. So, beschleunigen. Und jetzt kommen hier die Hügel. Geradeaus. Geradeaus durch. Cooles Detail. Auch diese Bäume daneben neben der Strecke ist so eine richtige Weit-Downhill-Strecke. Und hier nochmal auch durchs Wasser. Oh. Das sollte nicht passieren, wenn man auf der Strecke bleibt. Hier nochmal ein Vorsichtsschild. Geht hier noch weiter? Wow. Also das ist hier so ein Hindernis, die Steine, weil die liegen ja mitten auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob das hier so weitergeht. Fahr jetzt einmal mal. Oh, festgefahren. Was? Da muss man dann zusammen drüber so. Sonst schanzt man ziemlich. Ah, hier Ziel. Okay, dann kommt man unten raus. Oh. Und hier ist dann nochmal ein Parkplatz, den ich noch übersehen habe. Mit wieder so einem Netz, dass man von der Downhill-Strecke nicht aus Versehen da reinfährt. Und nochmal so eine Bank hier und nochmal so ein Ding, dass man mit dem Auto da nicht aus Versehen in diesen Bankbereich fährt.
Und hier geht's dann wieder normal. Hierhin, okay. Und dann würde ich sagen. So, ich bin jetzt hier drin in dem Auto. Und ich werde damit jetzt ganz kurz noch zu dieser Profistrecke fahren. Ja, ich werde damit jetzt kurz zu der Profistrecke fahren. Ich werde jetzt die Strecke nochmal hochfahren. Da wundert euch bitte jetzt nicht, aber ich werde die Strecke auch noch austesten. Nein, ich werde nicht die Strecke hochfahren. Ich werde hier dann die Seilbahn hochfahren. Hier wurden auch schon die Bäume gefällt, das sieht man jetzt nochmal. Jetzt bin ich auf den Baum gefahren. Hier wurden auch schon die Bäume gefällt, das sieht man jetzt nochmal gut. Ich versuche hier so ein bisschen durch die Bäume, in den Bäumen vorbeizufahren. So. Aber jeden einzelnen Baumstumpf, weil die kann man ja im Wintergesatz-Simulator nicht absägen, muss man selber setzen. Also er hat hier auch schon Baumstümpfe gesetzt. Okay, ich komme nicht hoch. Schlecht. So, da gab es jetzt mehrere Strecken. Wir waren jetzt eine aussetzen, weil ich auch nicht genau weiß, welche das jetzt genau ist, weil hier steht nur für Profis. Also hier. Also auf dem Schild. Ja, ich zeig's nochmal. Nur für Profis. Ich fahre das mal hier. Geradeaus. Was ist das? Ach, das ist so. Okay, aber hier auf der anderen Seite gab es außer den Aussichtspunkt jetzt nicht irgendwie nochmal was Wichtiges. Also waren es erst zwei, aber sind dann am Ende zu einer geworden. Okay. Also, was ich noch nicht richtig gezeigt habe im Video. Hier ist es auch animiert, wenn ihr jetzt mal genau auf mein Lenkrad schaut. Ist sogar animiert, das Lenkrad, wo ich hinfahre. War das Season 1 ja noch nicht der Fall. Okay. Hier extra nochmal Schutzmatte am Baum. Falls man manchmal wie ich da. Okay, oh, das war eine Schanze. Und ich habe sie übersprungen. Schlecht. Nochmal nach oben. Ich will das Video jetzt eigentlich nicht in die Länge ziehen, aber ich will halt noch die Strecken testen. Weil ich das halt nochmal ein cooles Detail finde und ich. Schanze. Und ich das noch auf keiner Map gesehen habe. Wurde es hier drauf bleiben? Ja. Gut über den See. So, das kommt man hier an. Und jetzt geht's hier weiter runter, soweit ich weiß. Ja. Oder hier. Ich glaube, es geht hier runter. Okay. Funktioniert doch nicht so, wie man will. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal Auto fahren lernen. Okay.
Wie macht man das genau? Ihr seht hier, ich bin Downhill-Strecken-Experte. XD. Okay, man muss hier so drauf und dann schanzt man am Ende runter. Okay, nochmal zwei Berge, nehmen wir mit. Okay, hier ist so eine Brücke. Da wird der Weg kleiner, muss man gut exzellent durch. Und hier nochmal. Warum? Warum steige ich in dem Moment aus? So. Schanzen. Uhu. Okay, was ist das hier? Einfach so ein Ding. Okay, wo man drüber muss. Okay, kommt man auch hier unten raus. Was ist denn das jetzt für eine Strecke da noch? Ist auch nochmal so eine Downhill-Strecke. Weil das sind dann viele Downhill-Strecken. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, sieht so aus. Okay, wir werden es jetzt hochfahren, dann wieder runter. So, dann habe ich alle Strecken gemeistert und bin Downhill-Streckenprofi. So. Ja, und da kommt man jetzt oben auf der anderen Seite raus. Weil hier sind wir runtergefahren vorher. Und wir fahren jetzt da runter. Okay, los. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Durch, durch, durch. Ja, okay, fast exzellent. Niemand gesehen. Dann hier viel beschleunigen, viel beschleunigen, viel beschleunigen. Okay. Okay. Ich habe gerade noch was gesehen. Wir müssen uns noch mal ganz kurz anschauen. Was hier hingeht. Okay, was hier ist auch nochmal downhill. Hä, was? Okay, das ist einfach hier so eine Strecke. Irgendwie ist hier auch nochmal downhill. Nochmal eine Kirche. Okay, hier sind auch nochmal mehrere Downhill-Strecken. Okay, aber wir haben jetzt viele gemacht. Also fast alle gemacht. Ja, und dann ist dann, wir haben es eigentlich alle gemacht, bis auf diese zwei Abschnitte da. Okay. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr den Kanal gerne abonnieren und auch gerne ein Like da lassen. Außerdem dürft ihr mir gerne auf Twitch folgen, Okami Gaming, klein zusammengeschrieben, gerne meinem Discord-Server beitreten. Eingangslink ist in der Videobeschreibung. Außerdem dürft ihr mir gerne auf Instagram und TikTok folgen, Okami Gaming. Ja. Und sonst dürft ihr gern auch gerne auf meiner eigenen Webseite vorbeischauen, okami.gaming.channelview.com. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Ciao, Leute.